Herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video. Und heute zeige ich dir eine Art und Weise, wie ein Speedcuber "Ich liebe dich" sagt. Beziehungsweise ich gebe dir ein Muster vor für den 5x5 Würfel, das sogenannte I love you Muster. Also einmal I Herz you, also I love you. Wie gesagt, das Muster ist für den 5x5 Würfel. Und genau, ich werde das Muster werde ich als Algorithmus oder als Scramble werde ich unten einblenden, auch in die Beschreibung packen, damit du das halt jederzeit nachschlagen kannst. Und ich werde das Ganze so langsam machen, dass du halt in Ruhe mitmachen kannst. So, also am wichtigsten ist, dass der Würfel bereits gelöst ist. Das habe ich hier schon mal gemacht. Ansonsten ist es scheißegal, wie du den Würfel hältst. Die Schrift wird immer die Farbe von der gegenüberliegenden Seite haben. Also auf der weißen Seite wird die gelbe Schrift sein, auf der gelben Seite wird die weiße Schrift sein. Auf der grünen Seite wird die blaue Schrift sein und so weiter. Also immer von gegenüber. Deswegen ist es scheißegal, wie du den Würfel hältst. Du kannst diesen Algorithmus immer wieder anwenden. Ich werde ihn auch nochmal hier unten irgendwo einblenden oder in die Videobeschreibung packen oder beides. Dann kannst du den Screenshot machen und hast es dann als Spicker oder wie du möchtest. Ich werde es halt so langsam jetzt machen, dass du das ganz bequem mit mir zusammen mitmachen kannst. Und dann legen wir auch direkt schon los. Und fertig. Also I Herz you, I love you. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Vielleicht kannst du deine Angebetete ja irgendwie damit überzeugen. Bei mir hat es doch nicht funktioniert, aber niemals aufgeben. Ich würde mich freuen, wenn du vorbeischaust auf meinen Kanälen Twitch, Instagram. Und mich supportest mit einem Like oder mit einem Abo, wie du möchtest. Und lass gerne konstruktive Kritik da. Oder wenn du irgendwelche Wünsche oder Anregungen hast, auch gerne kommentieren. Und ich freue mich natürlich auch über positives Feedback. Immer wieder gerne. Und genau, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ciao Gummi und bis dann.